aus Berlin, Sul Sul, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 hier auf meinem Kanal. Ja, ihr seht hier was, was ich gemacht habe. Ich glaube aber, ich habe was vergessen. Ich will mal gerade gucken. Nee, doch nicht. Alles gut. Ich habe die Wand versetzt. Hier eine Tür an. Das heißt, dieses Bad ist jetzt hier wirklich offen für alle. Dieser Raum ist dadurch ein bisschen kleiner geworden. Ich habe das ein bisschen umgestaltet. Passt aber, sollte demnach funktionieren. Dann haben wir jetzt nämlich zwei Bäder zur Verfügung. Theoretisch könnte man hier die Zwischenwand vielleicht noch rausjagen und, keine Ahnung, schön dicken Whirlpool oder sowas reinsetzen. So, was geht ab hier? Ihr schläft anscheinend. Nee, Anne nicht. Anne ist ja in der letzten Folge hier im Schlafzimmer verhungert. Ich habe bis jetzt immer noch keine Ahnung, wie die da überhaupt reingekommen ist. Schnarcht hier werde, oder was? Was macht sie da unten? Was? Du könntest vielleicht... Malfoy. Malfoy schläft. Malfoy hat eine Freundin. Die einzige, die noch Single ist, ist Anne tatsächlich. Mal gucken, kann sich jemanden einladen, auf dem Grundstück abzuhängen. Der da wächst ja auch nicht wirklich. Hanna, ja, nee. Da werden wir wohl gleich mal in den Garten gehen müssen, beziehungsweise in den Park. Levelaufstieg, Level 3, naja. Um zu gucken, ob hier irgendjemand rumläuft. Gott sei Dank, wo sind die ganzen Grabsteine, aber alles gut. Oh, hier ist keiner unterwegs um die Uhrzeit. Keinen, den wir angraben können. Das ist eigentlich auch ein geiles Haus, ne? Ich möchte mir überlegen, ob wir umziehen. Ist das schön ruhig. Ah ja, so langsam wird hier alles wieder wach. Zwei Bäder werden dankend angenommen. Perfekt, so soll es sein. Wann sind denn die alle aufgestanden? Sehr cool. Wenn sie gleich wach ist, dann kann sie hier Influencing weitermachen. Nee, der Quatsch, ihren Auftrag, ne? Der ja richtig Geld bringt. Freelance. Weiter Videospiel programmieren. So, komm her. Aufstehen, direkt an den Rechner und arbeiten. Okay. Genau, kurz auf Toilette weitermachen. Ach, zwischendurch mal chatten, okay. Hat Follower dazu gewonnen. Ja, und weiter hast du jetzt dein Dings hier. Hä? Sims Session Ticket. Ist doch auch abgelaufen, oder? Ja, mal bitte. Bla bla blub. Können jetzt echt nicht sagen, ob sie damit fertig ist oder nicht, ne? Ach, gucke mal an. Habe ich den eingeladen? Nee. Der kommt freiwillig. Wenn der älter wird, hätten wir einen Marker für. Ah, so.
Anna. Rogaba! Leicht. Müssen wir so ein bisschen auf der Hut sein hier. Boah, ne, dem Mann mit dem langen Mantel. Chibi, Chibina, Rubara, Salopa Bruana. Ach so, sie fühlt sich unwohl, deswegen geht das nicht. Die hat Hunger. Gehen wir erstmal essen. Hausaufgaben fertig, okay. Jetzt geht's ihr wieder gut. Ach, geil, Quark. Ich wollte die Wände gar nicht. Ich wollte die Wände gar nicht hochsetzen. So. Dann kannst du aber jetzt, Freelanes, das Videospiel zu Ende programmieren. Das ist nicht mehr viel, Lena. Das schaffst du. Und dann kommt auch wieder ein bisschen Asche hier rein, weil ich denke mal, Iris werden sie direkt abnehmen. Also bis jetzt hat es auf jeden Fall noch nie irgendwelche Mecker gegeben, was das angeht. Das wäre neu. Das wäre tatsächlich neu. So, mal weitergucken. Na komm schon, Baby. Das dauert. Unglaublich. Du sollst programmieren und nicht chatten, Mann. So, gleich. Sehr konzentriert, ja. Aber ich glaube, sie hätte auch wirklich die höchste Fähigkeit im Moment oder überhaupt. So, Level 8 der Fitnessfähigkeit für die Aneta. Wunderbar. Videospiel fertig. Oh, das nennen wir, wie nennen wir das denn einfach mal hier? Lenas World. So. Bin ich gespannt. Es war hart, aber Lena schafft es, rechtzeitig fertig zu werden. Entgegen dem ersten Eindruck war auch die Bezahlung gut. Das Spiel selbst ist ein Problem. Und Lena rechnet nicht mit guten Kritiken. Okay. Warum? Was ist das eigentlich? Eine Öllampe, drei Sinne. Können wir eigentlich... Wartet mal. Wir gucken mal. Tisch. Garten. Gartentische nennen sie die. Okay. Was passt denn zu der Bank hier wohl? Tisch mit Glasplatte. Das würde wahrscheinlich passen, ha?
So, und jetzt können wir das nämlich wegmachen. Jetzt können wir hier in das... So. Okay. Nächste Herausforderung. 5615, 5290. Das sind anscheinend die größten im Moment. Okay. Dann kannst du Freelance, Design-Dokumente und dann kannst du die Handy-App programmieren. Was ist denn das alles? Teil für Sanitäranlagen. Kannst du da irgendwas verbessern? Nee, nicht wirklich. Das ist alles schon top. So, mal gucken. Vor allem, wie schnell das mit der App geht. So arbeitet sie bis tief in die Nacht hinein. Was haben die denn so im Inventar? Alter Schwede, echt ein. Okay. Der ist weg. Ist das ein Tablet? Okay. So, hast du noch irgendwas Außergewöhnliches drin? Nein. Was ist mit dir? Oh, ein Scheiß da drin, ey. Toll, jetzt schleppe ich zwei Grabsteine im Inventory mit rum. Wieso hat der den Bogen in seinem Inventar? Da kann ich den lange suchen. Kann mir das mal irgendjemand erklären, was das soll? So. Gucken wir, welcher schöner ist. Beides die gleichen. Haben wir eben drauf, weil wir brauchen in dem Sinne ja nur einen von diesen Bögen, ne? So. Perfekt. Zeugs gefälligst dastehen, wo ich es hingestellt habe, ey. Unglaublich, was ruckelt denn das jetzt so? Du machst noch eben die Handy-App fertig. Ja, und wir haben schon wieder tatsächlich eine Folge durch. Eine Lampe platziert, also wir haben... Ja, teilweise liegt hier noch was rum, aber okay. Teil für die Küche. Okay. Verbessern. TI hinzufügen. Verbessern. Das geht jetzt tatsächlich so nicht. Reparieren.
verbessern. Da ist alles drin. Verbessern. Der hat auch alles, was er braucht. Kann der noch was verbessern? Nee, er kann nichts mehr verbessern. Okay, liebe Leute. Aber wie es hier weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bedanke mich bei euch erstmal fürs Zuschauen. Freue mich aufs nächste Mal. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.